Universitätsprofessor Florian H. Müller betreibt seit 2006 Lehre und Forschung an der Alpenadria-Universität in Klagenfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind Lehreraus- und Fortbildung, Unterricht und Lehr- und Lernprozesse an Universitäten. Das folgende Interview wird im Rahmen der Friday Lectures im Center for Teaching and Learning durchgeführt. Florian Müller beantwortet im Anschluss an seinem Vortrag Prüfungen an Universitäten ein eigenes Kapitel, Fragen zu Prüfungen und deren didaktisch optimale Vorbereitung, Durchführung und Bewertung. Interessant an Ihrem Vortrag habe ich gefunden, dass sich Lehrende der Frage ihrer Prüfungskompetenz stellen sollten. Wie können Lehrende diese Kompetenz verbessern? Idealerweise kann man die verbessern, wenn man natürlich Kurse besucht, die auch angeboten werden. Die gibt es in Österreich an den verschiedensten Universitäten, auch hier an der Uni in Wien. Und da wird beispielsweise eigene Prüfungsverhalten reflektiert, dann kriegt man theoretische Inputs und möglichst nahe dran an dem, was man macht in den Prüfungen, um das zu verbessern. Dann gibt es relativ viel Ratgeberliteratur, die man zu Rate ziehen kann, die relativ gut ist. Das sind auch so Reflexionsmöglichkeiten mit dabei, Tricks und Tipps zum Thema Prüfen. Und das wäre so ein erster Schritt, eine erste Möglichkeit. Ich empfehle immer den Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich auch austauschen untereinander und das kooperativ machen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir reden zu wenig über Lehre, wir reden zu wenig über Prüfungen und da kann viel passieren. Und der Vorteil ist dran, da muss man auch nicht so viel Arbeit da reinstecken. Wenn man das clever macht in Kooperation, glaube ich, muss das nicht sehr viel mehr Arbeit sein als bisher. Okay, danke sehr. Sie sagen zu Recht, dass für mehr als die Hälfte aller Studierenden Prüfungen mit Angst assoziiert werden. Wie können Lehrende an Universitäten den Studierenden also diese Angst nehmen? Ja. Also ich denke mal, so ein ganz wichtiger Punkt ist, für Transparenz zu sorgen. Das heißt, was wird geprüft, wie wird es geprüft, und das ist oft nicht der Fall. Studenten setzen sehr viel Energie ein, um rauszukriegen, was denn die Prüfungsinhalte sind und wie geprüft wird. Das macht Sicherheit, wenn man weiß, wie geprüft wird, also Prüfungsaufgaben vorher zum Beispiel anbieten, kleine Probeklausuren machen, das muss ja nicht sehr umfangreich sein. Wenn die Prüfungsangst zu groß wird, und es gibt schon einen Prozentsatz an Studierenden, 10% bis zu 20%, die wirklich massive Prüfungsangst haben, also das schon so ein Persönlichkeitsmerkmal geworden ist, da ist es schwierig gegenzusteuern, die müssten eigentlich eine Beratung aufsuchen, und die wird zum Teil an den Universitäten auch angeboten. Und es ist meistens eine Angst, eine generelle Leistungsangst oder Prüfungsangst, die älter ist, die aus der Schule mitgebracht worden ist. Und also da kann man mit kleinen Maßnahmen wahrscheinlich nicht mehr gut gegensteuern. Aber so Transparenz ist schon der Dreh- und Angelpunkt, möglichst für Transparenz sorgen. Man muss kein großes Geheimnis daraus machen, was in der Prüfung drankommt und wie geprüft wird. Das kann man Studierenden auch sagen. Wie kann sich ein Prüfender, gerade bei mündlichen Prüfungen, vor den unbewussten Bewertungskriterien wie den sozialen Wahrnehmungsfehlern selbst schützen, wenn er merkt, okay, der Prüfling ist so aufgeregt, dass er sich nicht klar ausdrücken kann? Ja, man muss drüber nachdenken und reflektieren und sein eigenes Prüfungsverhalten selbst auf den Prüfstand stellen. Bei mündlichen Prüfungen ist es ja meistens so, dass zwei Prüfer da sind oder Beisitz da ist, dass man da auch wieder in Kommunikation tritt, über die Prüfung redet und sich Feedback gibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es gibt so schöne Checklisten. Die kann man rausholen aus der Literatur, Checkliste für Prüfungen, und geht mal die Punkte durch und überlegt ein bisschen, wo habe ich denn so blinde Flecken, wo ich nicht drüber Bescheid weiß. Und der Idealfall wäre natürlich, man macht mal bei einer mündlichen Prüfung eine Videoaufnahme und schaut sich die hinterher an. Wenn der Prüfling damit einverstanden ist, kann man das machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Methode. Bei schriftlichen Prüfungen, ja, auch Checklisten, sich Prüfungsverhalten bewusst werden, das ist, glaube ich, wichtig. Wenigstens ein bisschen nachdenken über ein, zwei Punkte, wenn man die Klausur korrigiert oder die mündliche Prüfung macht. Okay, und nun zur letzten Frage. Es ist ja Habitus an den Universitäten, dass gerade bei den großen Vorlesungsprüfungen am Ende des Semesters geprüft wird. Und wäre es nicht sinnvoller, in der Mitte des Semesters eine Prüfung abzuhalten? Ja, kommt natürlich alles geballt. Es ist für die Studierenden wahrscheinlich ein bisschen entstressend, wenn man begleitende Prüfungen macht. Prinzipiell wäre es sinnvoll, theoretisch gesagt, wenn man mehrere Prüfungstermine hätte im Semester. Oft ist organisatorisch nicht möglich in den Masterstudiengängen.
Eine schöne Möglichkeit ist, die gefällt den Studierenden zwar nicht immer, aber was das Wissen angeht, ist die ganz gut. Man prüft nicht im selben Semester, sondern prüft zu Beginn des nächsten Semesters. Das, was man lernt, ist nachhaltiger. Und ansonsten, die Faustregel ist schon, lieber ein paar kleine Prüfungstermine machen als eine große Prüfung. Aber das ist idealerweise so. In der Praxis ist es natürlich schwierig, wenn man die Kapazitäten nicht hat. Prinzipiell würde ich auch sagen, wir prüfen uns ja zu Tode an den Universitäten. Ja. Die Studierenden leiden darunter, die Lehrenden leiden darunter. Und ich glaube, dass wir Methoden finden müssen, dass wir Prüfungen zusammenlegen, Modulprüfungen mehr anbieten und nicht jede einzelne Lehrveranstaltung prüfen. Bologna lässt das zu. Da kann man auch die Autonomiespielräume ausnutzen. Also lieber ein bisschen weniger prüfen. Okay, das war's dann eigentlich schon. Danke für das Interview. Ja, bitteschön. Danke sehr.